Moin und willkommen hier beim nächsten Video. Ja, das erste Video, das richtig angreifen, hatten wir schon. Jetzt gehen wir in die andere, ja, in die andere Situation. Richtig verteidigen. So, und wir sehen es jetzt hier schon. Es ist ein bisschen schwieriger anzusehen, weil man sieht halt den BMW dann hinter uns nicht so groß im Spiegel. Aber wir haben jetzt, ja, oder wir haben es halt gesehen, dass der mit ein bisschen Überschuss angekommen ist über die Geraden. Ein bisschen mittig positioniert und dann auch in die nächste Kurve einfach ein bisschen weiter mittig. Beziehungsweise da, wo der Gegner seine Vorteile hat, solltet ihr halt gucken, dass dann irgendwie, dass ihr dann die Tür ein bisschen zumacht. Und ja, das hilft dann schon. Also lieber die Tür zumachen dann oder dann halt auch drauf achten, wo der Gegner dann hinfährt, als einfach halt, ja, nur zu fahren. Ist halt auch immer schwierig, weil wenn ihr die Tür nicht zumacht und der Gegner dann irgendwie denkt, ah, die Tür ist offen, fährt dann da rein, dann habt ihr ihn vielleicht nicht gesehen, ihr fahrt trotzdem in die Kurve. Es gibt da ja immer genügend Situationen, wo es dann irgendwie kracht, was immer dann sehr ärgerlich ist. Und ja, müsst aber auch bedenken, dass das Verteidigen, wenn ihr dann wirklich die Seite dicht macht, kostet extrem viel Zeit. Also wenn ihr euch dann dazu entscheidet, dann auch nicht übertreiben. Sonst fährt er auch einfach auf der Außenlinie einfach an euch vorbei. Und da müsst ihr halt ein gutes Mittelmaß finden. Wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Situation und gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. So, und dieser Abschnitt hier ist eigentlich perfekt, um zu zeigen, wie man sich eigentlich verteidigt. Wir sehen es einfach, dass, ja gut, das waren ein paar kleine Spielchen. So, der andere M6 fliegt hinten an. Wir fahren jetzt hier mittig quasi in Turn 1 mit, müssen dann sehr spitz gehen, weil der Gegner dann einfach eine sehr enge Linie fahren kann. Und da muss man aufpassen, dass er nicht einfach vorbeifährt. So, und jetzt nochmal dasselbe Spielchen. Wir lassen uns gar nicht bis nach außen treiben, weil wir innen zumachen. Wir haben einfach zu, ja, zu viel Sorge, dass der Gegner dann halt sich innen dazwischen fährt oder dann uns quasi einmal dann schneidet. Und deswegen einfach ein bisschen langsamer am Scheitelpunkt gefahren. Und ja, jetzt hier genauso, wir sehen es, der M6 setzt sich daneben, fahren aber die Kurve ganz innen an. Verlieren wirklich extrem viel Zeit, weil es weit weg von der Ideallinie ist. Aber lasst mir einfach keinen Platz. Er ist zwar daneben. Und ja, haben uns aber dann einfach so gut verteidigt, dass er dann einfach zurückgezogen hat. So, und jetzt geht es hier quasi in die nächste Nummer. Und jetzt ist wieder der M6 neben uns. Wir müssen halt wieder aufpassen, dass wir uns gegenseitig genug Platz lassen. Aber auch hier wieder gut positioniert, gut verteidigt. Und ja, dann ist das eigentlich auch ganz, ganz gut machbar. So, und dann sind wir jetzt auch in der letzten Aktion und gucken uns das hier nochmal an. Wir sehen es jetzt hier. Da ist der Fehler, wir verlieren unseren Schwung, gehen direkt auf die Innenseite, dass der M6 dann sich nicht auf der Innenseite dann da reinpresst. Dann geht es jetzt hier auf Start und Ziel. Früh ans Gas, haben eigentlich einen ganz guten Schwung, sehen aber, dass der M6 jetzt mit Windschatten von hinten kommt, wieder ganz nach innen. Die Tür ist wirklich zu, müsste wirklich über die Wiese angreifen. So, und jetzt verteidigen wir uns auf der Innenseite auf dem ganzen Dreck und wir sehen es, dann fährt man gerne schnell oder gerne mal zu weit. So, jetzt wieder, der Gegner ist außen, möchte uns quasi cutten, wir bleiben quasi innen, dass da kein Platz ist, dass er reinziehen kann. Wir sehen es auch direkt von links nach rechts, hat er hinter uns die Spur gewechselt und ja, dann haben wir uns hier eigentlich ganz gut verteidigt. Jetzt ist hier ein bisschen der Schwung verloren gegangen und wir sind quasi jetzt direkt wieder hier in Verteidigungsmodus, lassen jetzt quasi nur außen den Platz und dann ist es immer wichtig, wenn ihr die Tür zumacht, dass ihr dann einfach, wenn ihr innen seid, auch außen genug Platz lasst. Also es ist halt auch im echten Motorsport verboten, ihr dürft halt nur einmal die Seite wechseln, also ihr könnt dann nicht da Schlangenlinien fahren und blockieren und die ganze Zeit nur blocken. Auch hier wieder ja, gut die Tür dicht gemacht, beziehungsweise sehr gut positioniert, ohne dass das dann auch irgendwie unfair wird, weil das ist halt auch wichtig, wie gesagt, das soll halt alles fair bleiben. So, und jetzt ist hier ein kleiner Fehler, wir sehen es wieder, der M6 von hinten kommt wieder mit Überschuss, wir verteidigen uns hier auf der Innenseite, brauchen wir aber nicht, weil wir dann ja doch noch genug Vorsprung haben, fahren die Kurve normal an, hatten jetzt hier den kleinen Fehler und jetzt müssen wir aufpassen, weil der Gegner fährt auf der Außenseite mit. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir jetzt nicht in ihn reinfahren. Und ja, eine sehr gute, ja, sehr gute Verteidigungsweise, auch nicht zu aggressiv, alles im sehr fairen Rahmen. Und ja, am Ende hat uns dann der Fehler dann doch gereicht, um uns quasi, ja,
bisschen in die Bedrängnis zu bringen. Da wurden wir halt auch überholt, aber wir haben es auch gerade gesehen, dass man sich nicht direkt ärgern muss, wenn man überholt wird, weil es einfach ganz schnell auch quasi die eine Kurve weiter dann schon wieder ganz anders aussehen kann, wie wir hier gesehen haben. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr dann, wenn einer hinter euch ist, ihr euch verteidigt oder auch die Tür dann mal offen lasst, dass ihr das Radar benutzt, was euch hier das Spiel dann zur Verfügung stellt, beziehungsweise dass ihr auch am besten vor jeder Kurve mal kurz in den Spiegel guckt, um zu sehen, hey, was macht der Gegner? Dass ihr einfach in die Kurve fahrt und da ist einer. Einfach versuchen, Unfälle zu vermeiden, weil das ist im Endeffekt immer nur ärgerlich und da hat dann auch niemand was davon. Deswegen lieber einmal mehr geguckt als einmal zu wenig. Und ansonsten ist halt immer wichtig, dass wenn der Gegner angeflogen kommt, ihr wollt euch nicht überholen lassen, dann zeigt ihm halt klar an, wo ihr euch verteidigen wollt. Fahrt ihm nicht in dem Moment, wo er ausschert, dann vors Auto. Das ist nämlich dann auch verboten. Gebt halt früh einfach an, wenn ihr eure Linie innen verteidigt. Und ganz wichtig, macht keine Bewegung mehr auf der Bremse. Heißt ja dann immer Moving Under Braking. Ist sehr ungern gesehen, beziehungsweise wird auch teilweise echt hart bestraft. Und da kommt es halt immer mal dann zu Unfällen. Deswegen, sobald ihr den Bremspunkt dann wählt, dann habt ihr euch für eine Linie entschieden, für einen Weg. Und den haltet ihr dann auch einfach bitte. Und dann passiert auch eigentlich im Normalfall nichts. Immer schön, den Respekt voreinander irgendwie aufrecht halten. Auch wenn man vielleicht mal nicht so gut mit dem Fahrer auskommt oder keine Ahnung, was dann da alles für Möglichkeiten bestehen. Einfach trotzdem dann irgendwie ein bisschen den Platz lassen. Ihr müsst ihm auch nicht zu viel Platz lassen. Es reicht ja, wenn eine Wagenlänge Platz ist oder Wagenbreite. Und dann sollte das auch alles gut funktionieren. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Oder schreibt mal so, wie ihr das seht mit dem Verteidigen. Ob ihr euch gerne verteidigt, ob ihr dann lieber irgendwie die Ideallinie weiterfahrt und einfach guckt, dass ihr einfach weiter pusht und wieder schnell vom Gegner loszukommen, wegzufahren, wie auch immer. Gibt ja verschiedene Varianten, weil Verteidigen kostet direkt Zeit. Und dann sind auch schnell die Hintermänner dran. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.